Anders als sonst am 25. April. Gesellschaftsklimabündnis zelebriert Vielfalt und positives Zusammenleben. Speed Talk, Diskussion und andere Verrückungen am ersten österreichischen Gesellschaftsklimatag. Am 25. April wird der erste Gesellschaftsklimatag gefeiert. Dieser Tag wird in Zukunft einmal im Jahr, am letzten Freitag im April begangen, um Vielfalt und ein positives Zusammenleben zu zelebrieren. Der Gesellschaftsklimatag wird von einem breiten Bündnis an Organisationen und Institutionen getragen, denen das gleichberechtigte Miteinander ein großes Anliegen ist. Gesellschaftsklima positiv gestalten. Mit dem Gesellschaftsklimatag wollen wir die Aufmerksamkeit auf das gesellschaftliche Zusammenleben, auf das soziale Klima in unserem Land richten. Wir wollen alltägliche Abläufe verrücken, Rollen tauschen, die Welt auf den Kopf stellen und damit zeigen, es ist mehr möglich als das, was wir als selbstverständlich ansehen. Es geht auch anders, es geht auch noch besser, erläutern die Gesellschaftsklima-BündnispartnerInnen ihre Intention. Verrückungen. In ganz Österreich finden am Gesellschaftsklimatag Aktionen statt. Ob Schüler und Schülerinnen ihre Kompetenzen an Lehrer und Lehrerinnen vermitteln, Vereine ihre Büros tauschen oder eine Buchhandlung eine Weltkarte auf den Kopf gestellt aufhängt. Immer geht es darum, etwas in einem positiven und Vielfalt bejahenden Sinn anders als sonst zu machen. Rückmal. Gesellschaftsklima Speed Talk in der Marhilfer Straße. Es findet eine einzigartige Verrückung statt. Bürger und Bürgerinnen tun, was eine inklusive Gesellschaft ausmacht. In zwei einander zugewandten Sesselreihen unterhalten sie sich darüber, wie sie zusammenleben wollen. Dann machen sie Platz, rücken einen Sessel weiter und hören der nächsten Person zu. Zusätzlich zum Gesellschaftsklima Speed Talk auf der Marhilfer Straße finden auch Speed Talks in Cafés und in anderen Städten statt. Ministerium für Gleichstellung und Vielfalt. Am Abend des Gesellschaftsklimatags wird in einer Podiumsdiskussion der nächste Schritt in der Debatte um Integration, Rechte, Chancen und Vielfalt erörtert. Das Mainstreaming von Diversitäts- und Gleichstellungspolitik. Ist es tatsächlich genug, getrennte Frauen-Gleichbehandlungs- und Integrationsministerien zu haben? Oder soll ein gemeinsames Ministerium für Gleichstellung und Vielfalt geschaffen werden? Wie sieht ein zukunftsweisender Weg aus? Der Gesellschaftsklimatag ist ein Projekt des Gesellschaftsklimabündnis, einem Zusammenschluss unterschiedlichster Vereine und Institutionen, von Arbeiterkammer bis Volkshilfe, von Integrationshaus bis Wiener Volkshochschulen, von SOS Mitmensch bis Interkulturelles Zentrum, von Asylkoordination bis Presseclub Concordia. Die Bündnispartnerinnen meinen abschließend, wir haben ein konkretes Ziel, das gesellschaftliche Klima in Österreich zu verbessern, damit die vorhandene Vielfalt an Lebensentwürfen und Weltanschauungen gewürdigt und anerkannt wird. Der bereits existierende Pluralismus in Österreich muss Teil des Selbstverständnisses der österreichischen Gesellschaft werden. Mehr Informationen und Übersetzung www.gesellschaftsklima.at